Eine große Auswahl von Speisen steht am Buffet für die Gäste bereit. Die Köche sind schon wieder voll im Einsatz. Jeden Tag werden andere Köstlichkeiten frisch zubereitet. Sogar das Nachspeisenbuffet bietet eine reichhaltige Auswahl. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Jeden Tag um 18 Uhr findet beim Tauchsteg eine Rochenfütterung statt. Ein Fischreiher gesellt sich als Zaungast ebenfalls zu dieser Runde und hofft auf einen Leckerbissen. Die Rochen kommen überpünktlich und lassen sich mit den Wellen bis an den Strand spülen. Die Inselgäste versammeln sich ebenfalls zahlreich, um dieses Spektakel im Sonnenuntergang zu verfolgen. Fotoapparat und Handy sind gezückt, wenn es mit der Fütterung losgeht. Lassen sich die Pinguine möglicherweise ebenfalls hier blicken? Rochen gibt es zumindest schon mal. Und auch eine Flosse von einem Gitarrenhai flügt durchs Wasser. Erwischt! Ein kleines Stück Fisch ist schon mal für den Fischreiher abgefallen. Obwohl die Rochen ganz eng um den Fischfütterer herum im Sandboden liegen. Die Rochen habe ich schon mal auf Band. Auch wenn sich keine Pinguine gezeigt haben, dieser Abendspaziergang hat sich gelohnt. Jetzt aber auf zur Sunset Bar. Eddie genießt sicher schon den Sonnenuntergang. Und einen Cocktail kann ich mir auch gönnen. Ich überlege, wo ich die Pinguine noch suchen kann. Vielleicht sind sie ja nachtaktiv. Klar, bei so vielen Urlaubern sind sie möglicherweise etwas scheu. Aber nach dem Abendessen machen wir noch einen Nachttauchgang. Thank you.
Welche Highlights haben wir dann so gesehen? Einen Schermesserfisch, keine 2 cm groß. Obwohl er nicht ganz ortstreu war, haben wir ihn mehrmals gefunden. Panzerkrebse mit ihren Wächtergrundeln. Einmal ausatmen und sie sind weg. Ein echter Steinfisch. Wenn du das Auge nicht siehst, dann siehst du den Fisch nicht. Normalerweise bewegen sich Steinfische nicht sehr weit. Obwohl ich mir den Platz gemerkt habe, konnten wir ihn kein zweites Mal finden. Wächtergrundel mit Panzerkrebs. Dass diese sehr scheu sind, wissen wir ja bereits. Sobald die Wächtergrundel Alarm schlägt, kommen beide nicht mehr hervor. Einsiedlerkrebse. Nicht immer ganz leicht zu finden, aber meist nicht ganz so scheu. Verschiedene Muränen. Untertags sind sie meist in Löchern versteckt, sodass man immer nur ihren Kopf sehen kann. Clarks-Anemonenfische oder bei uns auch Clownfische genannt. Höckrige Warzennacktschnecken. Prachtsabellen oder auch Röhrenwurm genannt. Sie werden aber auch oft als Federwürmer beschrieben. Eine Porzellanschnecke. Korrekterweise Kaurischnecke oder auch Tigerschnecke genannt, glänzt im Sonnenlicht. Eine Harlekin-Süßlippe, die hektisch im Riff herumschwimmt. Diese hier befindet sich noch im Jugendstadium. Harlekin-Drückerfische. Aber in manchen Büchern werden sie Leopardendrücker genannt und auf Englisch Clown-Triggerfisch. Die Gelbliniengrundel versteckt sich schüchtern in einer Korallenöffnung. Juwelenzackenbarsche. Glasgarnelen, nur wenige Zentimeter groß und wirklich durchsichtig. Putzergarnelen. Ja, da haben wir wirklich viele gesehen. Sogar verschiedene Arten von Putzergarnelen. Marmorzackenbarsche. Die sind doch schon etwas größer. Rotfeuerfische. Obwohl schon 100-mal gesehen, aber trotzdem immer wieder schön. Indische Austern. Leider ohne Perlen. Gebänderte Scherengarnelen oder Prachtscherengarnelen genannt. Glasbarsche bei einem schön bewachsenen Riff und natürlich jede Menge anderer Tiere. Ach ja, die Pinguine. Die habe ich natürlich nicht gefunden. Aber wer genau sucht, kann ihre Spuren noch finden.